Liebe Freundin, ich bin Gloria Viagra, 55 Jahre jung, eine Berliner Göre, aufgewachsen in Kreuzberg und lebe seit Jahren in Schöneberg. Kennt ihr noch Keine Macht für niemand oder Mein Name ist Mensch? Die Lieder der Tonsteine Scherben sind meine Kinderlieder. Ich habe dank meiner Mutter Politik schon mit der Nuckelflasche aufgesogen. Ob Demos gegen den Vietnamkrieg, Putsch in Chile, gegen Atomkraft, der Häuserkampf der 80er Jahre, ja sogar beim ersten CSD war ich schon dabei und das behalte ich bis heute so bei. Politik gehört zu mir, wie Klaus Lederer ins Amt des regierenden Bürgermeisters. Politik gehört auch schon vor meinem Coming-out zu mir, vor meinem Leben als Drag Queen und lässt sich für mich auch nicht trennen. Die Ausgrenzung, die Erfahrung von Ausgrenzung, die Schwuli-Schwuli-Rufe auf dem Schulhof, das hat mich geprägt. Und das hat mich aber auch empathisch werden lassen für andere mit Ausgrenzungserfahrung. Und das hat mich verstehen lassen, wie Ausgrenzung funktioniert, sie zu benennen und diese Mechanismen zu bekämpfen. Und gemeinsam mit anderen für eine offene, für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen. Ja, wenn ich aufgeregt bin, man hat mir gesagt, wenn ich aufgeregt bin, soll ich mir versuchen, euch nackt vorzustellen. Jetzt geht's mir besser. So. Und bis heute versuche ich, Menschen zu begeistern, mitzumachen, sie zu engagieren, auf einer Demo mitzulaufen oder alles Mögliche. Ich lebe als Aktivistin und ich arbeite als Entertainerin in der Kultur- und Eventbranche, über diese Stadt- und Landesgrenzen hinaus. Für mich war und ist es schon immer selbstverständlich, Entertainment und Politik zu verknüpfen. Themen, die mir wichtig sind, durch meine Prominenz Gehör zu verschaffen, wie der Umgang mit Geflüchteten, Mietenwahnsinn, Ausgrenzung oder Ähnliches. Und dabei auch immer aus der eigenen Komfortblase heraus und über den eigenen Tellerrand hinaus Menschen zu erreichen, die sich sonst vielleicht nicht mit diesem Thema beschäftigt hätten. Hier habe ich seit Jahren enormen Zuspruch und auch bewegende Erfahrungen gemacht. Seit über einem Jahr bin ich jetzt als Kulturschaffende stillgelegt, faktisch mit einem Berufsverbot belegt. Daher arbeite ich wie viele andere aus der Eventbranche jetzt in einem Berliner Impfzentrum, einerseits um uns über Wasser zu halten, andererseits aber auch dieser Pandemie möglichst schnell ein Ende zu bereiten. Die Pandemie hat aber auch andere Auswirkungen. Ich bin vor 3 Wochen mit einer Amsterdamer Drag-Freundin im Treptower Park erst bepöbelt, dann angegriffen worden. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, die Präsenz der ganzen Vielfalt, die wir an Menschen und Kultur in dieser Stadt haben, zu zeigen, die Präsenz im öffentlichen Raum. Queeres Leben kommt im Moment nicht vor. Und wisst ihr, was es für einen jungen Queer, der vom Dorf oder von einem anderen Land kommt, bedeutet, zu sehen, dass man hier frei rumlaufen kann, dass man als Drag auf der Straße laufen kann, womöglich sogar im Parlament ernst genommen wird und ernsthaft Politik machen kann? Das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe und die ist es auch. Ich möchte als Drag ernst genommen werden, von euch, von allen. Ich möchte mit euch gemeinsam zeigen, wie bunt diese Stadt Berlin ist und dass diese Diversität mit allen Reibungspunkten und Widersprüchen der größte Reichtum dieser Stadt ist und nicht Betongold und nicht Aktien. Ich freue mich, dass die Linke offen ist für Menschen aus der Berliner Stadtgesellschaft, um ein klares Signal für diese Diversität zu setzen und bewerbe mich deshalb um diesen Listenplatz. Für mich ist dieser Schritt jetzt die verantwortliche Einflussnahme einfach nur die konsequente Fortsetzung meines jahrzehntelangen politischen Arbeitens. Zudem bringe ich eine Bereicherung in den politischen Alltag mit meiner Erfahrung als Hauptstadtrepräsentanze. Ich möchte Gesicht zeigen und die Berliner für die linke Politik begeistern. Ein bisschen Glitter hat noch keinem geschadet. So, wir brauchen eine starke Linke, die die gerechte Umverteilung ein- und auch umsetzt, gerade auch in Berlin, die wichtige Signale setzt. Der Mietendeckel ist juristisch zwar gekippt, aber er war und ist das richtige Zeichen und gehört auf die bundespolitische Ebene. So, ich möchte mit euch gemeinsam große Utopien und Visionen für diese Stadt schaffen, Zeichen setzen und bitte euch deshalb um eure Stimme und bleibe meinem alten Slogan treu. Weder Kapitalismus noch Patriarchat, nur die Revolution macht schön.